Gefällt es dir? Natürlich. Ich fühle mich wie Rose aus Titanic. Was stöhnst du da? Ich habe deine Haare im Gesicht. Hör mal, Betty. Ich wollte dich schon länger mal fragen. Willst du mich heiraten? Mich? Was? Aber dieser Ring ist doch billiger als mein Kleid. Nein, so werde ich dich nicht heiraten. Macht nichts, ich habe ein besseres. Das hier? Nein, der Stein ist immer noch viel zu billig. Da kenne ich mich aus. Wirklich? Gefällt dir vielleicht dieser Mega-Diamant? Oh, wow! Ja, der steht mir perfekt. Schau mal, wie schön. Okay. Aber ja, ich will... Ich falle. Ah, so schön. Mir ist langweilig. Und Zack ist auch langweilig. Oh, Kate. Ich wollte dich fragen. Hey. Willst du mich heiraten? Was? Oh, das ist ja süß. Was ist das denn? Man macht doch keinen Heiratsantrag mit einem Filzstift. Du hast mich falsch verstanden. Ich wollte dir damit einen Ring auf den Finger malen. Ach so. Ja, ich will. Oh, du bist so süß. Coole Idee, nicht wahr? Ich habe mir Mühe gegeben. Ich wünsche mir ein umwerfendes Hochzeitskleid. Das sind doch alles keine Kleider. Kann man hier überhaupt etwas finden? Nein, ich brauche was Besseres. Das ist genau das, was ich brauche. Wunderschön. Ich hab's gefunden. Ich hab das zuerst gesehen. Nein, es wird mir gehören. Das kannst du vergessen. Es ist meins. Nein, es ist meins. Meins, meins. Gute Wahl. Mal sehen, wer es am Ende bekommt. Ich natürlich. Ich kann mir es nämlich leisten. Seht ihr? Yeah. Das ist für Sie. Moment. Ich habe viel mehr Geld. Einen ganzen Koffer voll. Es ist doch klar, dass das Kleid mir gehören wird. Oh, Betty, das Kleid gehört dir natürlich. So viel Geld habe ich noch nie gesehen. Oh, ich bin reich. Was? Das ist voll unfair. Das Kleid hätte mir gehören müssen. Aber jetzt ist es meins. Find dich damit ab. Ich möchte wie eine echte Prinzessin aussehen. Mach's gut. Oh ja, das gefällt mir. Ich liebe es. Ich hoffe, ich finde etwas, was ich zu meiner Hochzeit tragen kann. Das ist es nicht. Das auch nicht. Nein. Was soll ich tun? Ich wünsche mir ein neues Kleid. Aha. Genau. Ich kann mir was einfallen lassen. Wenn ich kein Kleid im Beutel finden kann, kann ich einfach einen Beutel zum Kleid machen. Sowas hat noch nie jemand getragen. Ich muss das beste Make-up überhaupt haben. Wer könnte mir dabei helfen? Oh, wow. Die Frau hat an einem Make-up-Wettbewerb gewonnen. Ich muss sie haben. Wer ist das denn? Ich brauche eine Visagistin. Wissen Sie überhaupt, wie viel das kostet? So viel Geld haben Sie nicht. Vielleicht habe ich nicht genug Geld, aber sicher genug Goldbarren. Oh, das hätten Sie doch gleich sagen müssen. Ich komme schon. Guten Tag, sind Sie bereit? Gleich verwandeln wir Sie in eine echte Prinzessin. Ja, ja, sprich nicht so viel. Okay, fangen wir mal an.
Und hier noch ein bisschen. Und die Frisur nicht vergessen. Nein, das gefällt mir gar nicht. Oh, das ist das Richtige. Und was ist eine Frisur ohne Haarspray? Fertig. Ich glaube, das ist perfekt. Gefällt mir gut. Wenn auch nicht Gold wert. Höchstens 1 Million Dollar. Einverstanden, das ist gut genug. Was soll ich tun? Ich möchte doch unbedingt hübsch sein, aber ich habe kein Geld. Nicht mal für eine Maniküre. Oh, genau. Hallo, Monika. Du kannst doch Wände bemalen, nicht wahr? Kannst du mir vielleicht auch helfen? Ich will wie die Frau auf dem Plakat aussehen. Ist das möglich? Aber sicher, ich sehe da kein Problem. Die Lider sind pink, die Lippen rot, ganz einfach. Moment. Ach, das wird schon klappen. Fangen wir mal an. Wow, oh, das gefällt mir gut. Schau mal her. Was? Ich sehe wie ein Clown aus. So kann ich doch nicht bei meiner Hochzeit auftauchen. Ich finde, ich habe gute Arbeit geleistet. Ted, wieso ist das so langweilig hier? Obwohl das ein richtig teures Restaurant ist. Keine Ahnung. Für das Geld, das ich bezahle, müsste ich noch eine Massage kriegen. Selbst die Musik ist blöd. Wie bitte? Ich zeige euch, was echte Musik ist. Soll das Musik sein? Langweilig. Ja, einverstanden. Wollen Sie es vielleicht ein bisschen mexikanisch? Kannst du dich noch an unseren Urlaub in Mexiko erinnern? Mexikanische Musiker waren besser. Das soll doch ein Witz sein. Let's go. Vielleicht habt ihr Lust auf ein bisschen Hip-Hop. Betty, wollen wir vielleicht gehen? Ja, lass uns gehen. Warte, geht nicht weg. Oh, hast du das gesehen? Wow. Das war voll witzig. Wirklich? Ah, ja, schließlich bin ich ein Profi. Ich weiß, wie man Leute amüsiert. Na, gefällt's Ihnen? Ja, total. Ich habe schon länger nicht mehr so gelacht. Das ist super. Einverstanden. Dafür würde ich sogar bezahlen. Das macht so viel Spaß. Ich mag die Musik. Weißt du zufällig, wer das geschrieben hat? Gefällt mir total. Na, endlich ist dieser blöde Nagel in der Wand. Seltsam, wo ist die Musik hin? Ich höre nichts. Das hat solchen Spaß gemacht. Ha, warte mal. Wir können weiter tanzen. Okay, du bist ein Genie. Betty, schau mal. Diese Torte habe ich für dich gemacht. Selber? Natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich habe jemanden gefunden, den ich dafür bezahlen konnte. Oh, die ist so riesig. Da brauchen wir eine Leiter. Boah, die Torte schmeckt gut. Ich will auch was. Ah, Hilfe! Halt, ich rette dich. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, das ist vielleicht mal eine Torte. Ja, aber noch nicht besonders einfach zu essen. Ich werde dich abhängen. Nein, ich werde gewinnen. Gar nicht. Tada! Habe ich doch gesagt. Du hast gewonnen, ja. Ich habe die Torte total vergessen. Die ist ein bisschen angebrannt, aber die kann man noch essen. Ich habe sie extra für dich gemacht. Hoffentlich wird sie dir gefallen. Womit soll ich das essen? Ich habe keine Gabel. Ich
ich werde sie wohl nicht probieren können. Mach dir keine Sorgen, ich habe eine Gabel für dich. Okay. Jetzt kannst du sie probieren. Danke, das ist voll süß von dir. Ups, die war wohl so lecker, dass die Gabel kaputt ging. Aber mach dir nichts draus. Ich werde sie schon irgendwie probieren. Na, gefällt sie dir? Ich habe mir Mühe gegeben. Oh, total lecker. Ich würde fast sagen, viel zu lecker für mich. Einfach viel zu gut. Oh, Hilfe! Ah, bist du lieb. Ich liebe dich. Ted, willst du Betty zu deiner Frau nehmen? Ja, ich will. Und du, Betty, willst du Ted zum Mann nehmen? Ja, ich will. Dann ernenne ich euch hiermit zu Mann und Frau. Oh, was kommt denn da? Na, Betty, bist du bereit, mit mir in Urlaub zu fliegen? Ich bin mir sicher, es wird dir gefallen. Ich weiß, ich liebe deine Überraschungen. Los geht's. Wartet, wo wollt ihr hin? Oh Mann, diese Reichen sind so seltsam. Kate, bist du bereit, diese Brillenschlange hier zu heiraten? Ja. Und du, willst du diesen Beutel hier heiraten? Es geht. Ja, ich will. Ist ja nett. Jetzt könnt ihr einander küssen. Jetzt, wie eklig. Kate, ich will dir meine Überraschung zeigen. Wir werden den ganzen Tag Auto fahren. Ja, los geht's. Das ist doch ein Einkaufswagen, oder? Wobei, es macht doch keinen Unterschied. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.